Hallöchen Leute, da sind wir wieder zurück bei Okami. Im letzten Part haben wir uns weiter umgesehen als kleiner Stöpsel hier mit Isson auf dem Rücken und haben eine neue Pinseltechnik gefunden, mit der wir Nebel erzeugen können. Wie, indem wir so hier so zwei Striche malen und sich alles für 4 Sekunden, glaube ich, verlangsamt. Und ja, das ist eine Technik, die uns, glaube ich, sehr weiterhelfen wird, vor allem wenn wir so klein sind und hinten bei dem Besen, wo wir das letzte Mal nicht durchkamen, oder auch hier bei diesen Spinnen, setzen wir das... Huch! Na los, komm wieder hoch. Dann setzen wir das ein. Zack. Und die Spinne bewegt sich nur ganz langsam und wir bewegen uns immer noch gleich schnell. Boah, das ist eigentlich der richtige Weg, den wir gehen wollten. Ich glaube, das war der falsche. Hier kamen wir, haben wir auch mit der Prinzessin geredet. Well. Oder wer auch immer, da drin ist nicht die Prinzessin. Irgendeine Frau haben sie dort eingesperrt. Ich glaube, das war die Tochter oder Enkelin vom Bambusmann. Und ja, wahrscheinlich, ob wir sie irgendwie retten können. Ich glaube, sie hat irgendwie ihr Gedächtnis verloren. Zumindest wirkte sie sehr unsicher. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Geht's wieder hinten? Wir müssen doch darüber. Verwirrung, es tut mir leid. Ich habe wieder seit einer Woche nicht aufgenommen. Ja, komm wieder hoch. Oh, das zählt auch als Nebel. Ja, egal. Okay. Schnell durch. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Ich bin mir nicht sicher. Doch, ich glaube, das dürfte sein bei dem großen rechteckigen Raum da. Hui. Das würde ich gar nicht machen. Ich hole hier hoch. Da hinten sitzt sie. Sieht doch sehr komisch aus. Das ist halt nicht die typische Kleidung. Deswegen, wer weiß. Ich kann mich auch nur noch grob daran erinnern. So, verlangsamen die auch mal. Zack. Gehen durch das Schnellspeichertor, warum auch immer hier ein Schnellspeichertor ist. Und ja, hier bei dem Besen kam mir letztens nicht weiter. Da setzen wir einfach das ein. Und wir kommen vorbei. So einfach geht das. Ja. Hier nochmal ein Besen, dann müssen wir es nochmal hinsetzen. Oder? Huch, es hat nicht geklappt. Huch, was waren da für 3 Kreise? Also, das ist, wie lange die Technik noch hält. Okay, jetzt kommen wir auf jeden Fall weiter. Mal schauen, ob wir irgendwie in den Palast kommen heute noch in diesem Part. Ich hoffe es ja mal. Oh, das sieht sehr schön aus hier. Obwohl das Wasser nicht gerade sehr schön aussieht. Irgendwie, ich mag dieses Kind. Also noch ein Schnellspeichertor. Hier ist noch eine Schatzkiste, mit der wir Isun. Zack. Halt einen Tintenstein. I see. Wir haben ja genug Wasser. Nehmen wir mal das Wasser. Wir haben ja schon rausgefunden, wie diese Dinger funktionieren. Du sollst das Wasser da rein. Nicht schneiden. Dankeschön. So. Ja, und das kann zum Beispiel oben bleiben. Das wäre. Hier ist ja recht. Aber das kannst du auch runtergehen. Ah, das geht. So. Etwas runter. Und dann rüber. Nicht so ein schweres Rätsel, ehrlich gesagt. Schön die Plörre rein. Wir hätten, glaube ich, irgendwas machen müssen. Ich hätte, glaube ich, nicht so vorschnell sein sollen. Dann machen wir es halt nochmal. So, dann noch von hier rüber. Ein. Wir müssen doch da hoch. Einen anderen Weg gibt es nicht. Und vielleicht jetzt. Das geht doch besser. Oh, hier ist das ganze Holz abgebrochen. Was ist hier nur passiert? Und die Silhouetten hier überall. Sieht alles ein bisschen unheimlich aus. Und das sieht nicht gerade so aus, als ob der Palast hier so ganz wäre.
Spinne drauf. Und ich glaube, wir sind noch an unserem Ziel angekommen. Dort liegt der Kaiser und man sieht schon, er sieht nicht gerade gesund aus. Hm? Hey, guck mal da drüben, Amy. Ist das nicht der Kaiser? Ich hatte gehört, dass er krank im Bett liegt. Aber ich hätte niemals gedacht, dass er die Quelle dieses abgefahrenen Nebels ist. Nun, wie kommen wir an seinem kaiserlichen Leib ran? Ich meine, wir sind immer noch zu groß, wir sind immer noch so groß wie ein Moskitonetz. Wir sind zu groß für dieses Moskitonetz. Gute Frage. Oh. Ich kann die Kamera auch nicht kleiner machen. Was ist das denn? Passiert nichts. Da liegt er. Wow, sieh dir nur all die Nebel an. Was hat dieser kaiserliche Leib wohl in sich drin? Ich meine, wie kann er diesen ganzen Nebel ausspucken? Oder ausatmen oder was auch immer er macht. Wir müssen, glaube ich, da oben lang. Ich will eigentlich nicht kämpfen, aber gut. Verlangsamen wir euch mal. Ihr könnt sie nicht mal so schnell drehen, dass sie irgendwie ihre Zeugs einsetzen können. Und nochmal drauf. Nein. Schön. Also schön. Durchschneiden. Ja, ist aber ein bisschen umständlich. Ich hasse solche Räder. Das sind die schlimmsten Gegner und unsere Gesundheit sieht doch nicht gerade sehr gut aus. Ich glaube, ich muss auch gleich irgendwie einen Knochen essen. Wie auch immer. Man kann keinen Knochen essen. Also man quält ihn sich gierig runter. So, das soll jetzt erreichen. Ich wollte eigentlich zu der Laute hier. Oder was auch immer das für ein Instrument ist. Ich kann das auch nicht spielen. Hey, seht ihr mal das Ashami-san an. Ich frage mich, ob der Kaiser wohl Musik mag. Ach, was soll's. Wir haben Wichtigeres zu erledigen. Nein. Ich wollte jetzt darauf spielen. Dann halt nicht. Dann halt auch nicht die Spinne. Komm her, Spinni. Also nur gibt es zwischen Plattform. Das ist sehr gut. Boah, die Spinnenbeben sind auch nicht gerade einladend aus. Allgemein, das Ganze hier sieht nicht einladend aus. So, ich bin froh, dass wir einen Schatten unter uns haben. Da weiß ich zumindest in etwa, wo wir hinspringen. So, hier. Die bewegt sich irgendwie recht schnell. Und so, hier hoch. Alles voller Spinnenweben. Ich will die Kamera irgendwie wieder klein machen. Aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Boah, der ganze Nebel. Ich gerade einladend. Drüben können wir hin, da können wir hin. Bisschen langsamer hier. So, damit wir durch können. Oh, das war klar. Das war so klar. Oh Mann. Wow, fuck. Was war das denn? Hier stand. Ah, wir werden hier oben respawned. Oh, danke schön. Ah, die bewegen sich so schnell, wenn man drauf steht. Nein. Möb. Alter,
voll das Jump'n'Run hier. So, was hat uns das jetzt gebracht? Nicht viel, ich habe keine Ahnung. Es gibt wahrscheinlich auch mehrere Wege, um irgendwie hinzukommen. Ah, das war eine Schatztruhe. Suchen. Bitteschön. Ich sehe doch genau den Weg. Abfliegt oder abläuft, den wir zeichnen. Wow. Ich glaube, wir sehen, wo wir hin müssen. Ein bisschen Strudel rein. Na dann, auf geht's. In seine Nase. Seh dir das mal an, Amy. Der Kaiser ist direkt unter uns. Es ist fast so, als würde uns der kaiserliche Mund darum bitten, dass wir hineintauchen. Ist so ekelhaft. Na dann, auf geht's. Was anderes bleibt uns ja nicht wirklich übrig. Sind wir jetzt innerhalb des Körpers des Kaisers? Wow, Amy, du bist eine furchtlose Wölfin. Das soll der schnellste Weg sein, um an die Wurzeln des Übels zu gelangen. Hey, was ist das für ein komisch aussehendes Ding? Ah, ich weiß. Es ist dieses wackelnde Ding, das hinten am Rachen runterhängt. Ich wette, wenn wir das kitzeln, dann wird er uns ausspucken. Das ist wahrscheinlich die beste Methode, um hier wieder rauszukommen. Aber wir heben uns das für später auf. Wir gehen jetzt in die andere Richtung. Ist einfach so ekelhaft. Ja gut, das Zäpfchen haben wir schon gesehen. Und wie sich auch alles bewegt. Es erinnert einen so ein bisschen an Lord Yabu Yabu in Ocarina of Time. Wie sich alles bewegt. Also ein bisschen hat es schon Ähnlichkeiten damit, muss man mal sagen. Auch mit diesen Eingängen. Ich weiß, ob sie sich vielleicht daran ein bisschen orientiert haben. Das hat schon sehr große Ähnlichkeit. Der Hintergrund ist voll rot. Eigentlich wäre da immer ein Bild, wie gesagt, aber irgendwie die Emulation will das nicht zulassen. Ich glaube einfach nur, weil die Grafik ein bisschen auf höher auflösender sind und es kommt damit nicht klar. Es sieht einfach so ekelhaft aus. Wie gesagt, wie in Lord Yabu Yabu. Ich frage mich, was da wohl drin ist. Ich habe so ein Gefühl, dass wir in Schwierigkeiten stecken. Du wirst doch jetzt nicht umkehren, oder, Amy? Auf keinen Fall. Ich hoffe nur, wir schaffen das im Part noch. Gute Antwort. Okay, du kennst den Ablauf. Spring, bevor du guckst. Oh Mann. Oh, wie das Herzbubbern hören. Und hier ist auch nochmal ein Speicherpunkt. Oh, die ganzen. Boah, die ganzen Blutgefäße überall. Die sieht richtig einladend aus, nicht? So sieht es also im Inneren eines Körpers aus. Das da vorne sah ganz aus wie ein Arena. Ich glaube, jetzt kommt ein wunderschöner Bosskampf. Na dann. Auf geht's. Unmöglich. Das ist verrückt. Dieser Nebel. Er lebt, Amy. Oh, sieht aus wie ein Samurai. Pesthauch. Während dieser Körper unter meiner Kontrolle steht. Verbreite der bösen Nebel über der Stadt. Und du, Dummkopf, du wagst es, den Himmel von allem zu reinigen, was ich schon erreicht hatte? Aber du kannst mich hier, in einem menschlichen Körper, nicht so leicht besiegen. Im Augenblick schreit das mächtige Schwert, Goldnagel danach, für deine Blut zu trinken. Komm, tritt vor, damit ich dich niedermachen kann. Hey, schon klar.
Ich werde vortreten. Du bist ein hartes Stück Arbeit, Pesthauch. Sprich dein letztes Gebet. Du unkultivierter Schurke. Sei gewarnt. Wir sind hier tief in den Eingeweiden des Kaisers. Wenn wir kämpfen, dann wird sein Körper... Hör darauf! Ein bisschen Action hier würde ihm helfen zu erwachen. Ist aber auch egal. Du bist der, der hinter dem giftigen Nebel steckt. Einen menschlichen Körper zu besetzen, ist ein netter Trick, oder? Mit meiner überlegenen Klingel, den Kumaro, werde ich... Der unglaubliche Isun, den Haufen Schrott, den du Schwert nennst, zerschmettern. Na dann, auf geht's. Schon irgendwas mit dem Nebel. Wir müssen das Schwert angreifen. Ah. Können wir wieder unsere wunderschöne Vergeltung einsetzen? Exorzismus. Ja, aber der Kampf könnte ein bisschen länger dauern. Ja, jetzt ist wieder in ihm drin oder keine Ahnung. Nebel einsetzen. Nebel, Nebel, Nebel. Ich habe noch keine Ahnung. Bei manchen Kämpfen habe ich überhaupt keine Ahnung, wie die Taktik ist. Autsch. Tut mir leid, falls ich ein bisschen leiser bin. So. Zacke, wir wollen sehen, Wetter. Bisschen draufblocken. Ah, Hälfte haben wir schon. Unser Leben sieht aber auch nicht mehr so gut aus, so ein bisschen auffüllen. Ja. Jetzt kann ich gerade nichts machen. Können wir dann auch nur ein bisschen angreifen. Hier vibriert. Oh mein Gott. Na, das hat wieder nicht gereicht. Was macht eigentlich der Großexorzismus? Ja, der haut auch so auf den Stein, aber trotzdem so mega viel zieht es auch nicht ab. Ich glaube, das ist die einzige Taktik, so mehr oder weniger. Und da bist du nicht Exorzismus-Dinger da. Und nochmal. Aber jetzt, komm los.
fast. Ich hätte noch jetzt das muss einsetzen sollen, aber ich wollte es irgendwie gerade selber schaffen. Mist. Zu spät reagiert. Oh. Wow, wir haben das Schwert in der Luft getroffen. Wie geil. Und Bams. Erhalten ihr göttliches Instrument. Exorzismusperlen. Erläuternde Gebetsperlen, die die Macht heiligen Lichtes enthalten. Der Giftnebel, der die Bewohner der Stadt plagt, war das Werk von Pesthauch, einer Krankheit im Körper des Kaisers. Pesthauch war aus dem bösen, Intention des Schwertes Goldnagel herausgeboren. Aber selbst eine so verabscheuungswürdige und von Hass erfüllte Kreatur war kein wirklicher Gegner für unsere unerschrockene Heldin Amaterasu und Isu. Mit Pesthauchs Niederlage verschwand auch der giftige Nebel. Der Kaiser, nur befreit vom Einfluss des Bösen, wurde wieder normal. Amaterasu und die anderen hatten sich einen kurzen Moment der Erholung verdient. Aber währenddessen konzipierte das Böse weiter, um diesen Moment der Ruhe so kurz wie möglich zu machen. Aus Goldnagels besiegter Form entstieg eine bekannte Finsternis. Der Geist des Bösen und des Hasses, der an dem Schwert innewohnte, schwarz wie die finsterste Nacht und tief wie der Ozean, stieg langsam zum Himmel hinauf. Mach keinen Fehler, es war zweifelsohne einer der verdorbenen Geister, die aus Orochis besiegten Körper entstiegen. Beständig und schnell erhob er sich. Dann beschleunigte er auf einmal und verschwand in Richtung See, über dem Horizont. Er bewegte sich zielgerichtet, als ob er sich mit einem alten Freund treffen wollte. Aber Terrasse und die anderen hatten keine Zeit zu rasten. Ob sie wirklich die Normalität Hauptstadt wiederhergestellt hatten? Sie mussten ja immer noch um die Bedrohung durch den Wassertrachen. Sie mussten sich ja immer noch um die Bedrohung durch den Wassertrachen kümmern. Diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Hey du, hast du nicht irgendwas vergessen? Das ist ganz schön übertrieben, Großmaul. Du spielst ja noch nicht einmal in der gleichen Liga. Wie der unglaubliche Isun. Nun, Feigknäuel, das war's. Wie wär's mit ein bisschen Siegesgeheul? Oh, warte. Das hätte ich ja beinahe vergessen. Diese kleine Kaguya ist immer so eingeschlossen. Ist immer noch eingeschlossen. Das stimmt allerdings. Das sieht unglaublich toll aus. Amy. Scheint so, als würde der Alte immer noch schlafen. Wie wär's einfach damit? Wir übernehmen das Kommando. Lassen ihn in ihre Zelle aufschließen. Warum sollten wir uns die Mühe machen und ihn aufwecken und als zu erklären? Hä? Du raffst es nicht, oder? Sieh und lerne, meine pelzige Freundin. Was hat er vor? Oh Gott.
Als erstes werde ich seinen Magen umrühren und dann... Was zur Hölle?